Und wie ist es für dich? Du warst ja wahrscheinlich schon auch auf der einen oder anderen Veranstaltung jetzt nach Corona. Schon, ja. Aber immer noch ein bisschen ungewohnt, ne? Nö, also ich finde es echt interessant und es macht auch richtig Spaß. Es wird auch Zeit, ne? Auch aus unserer Branche waren die Messen ja, die Frühjahrsmessen heuer schon, war richtig, richtig cool. Ist so schön Digitalisierung auch ist, so schön ist ja auch mal analog dann zusammenzukommen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also da werden die Zoom-Meetings dann irgendwann langweilig. Armin, du verrätst uns jetzt gleich ein bisschen, wir gucken mit dir in die Zukunft. Erzähl mir vielleicht mal ein bisschen was zu dir noch, bevor wir loslegen. Ja, mein Name ist Armin Sinning, Inhaber, Gründer und Geschäftsführer der Sinning Haustechnik GmbH im schönen schwäbischen Mödingen. Hört man. Wir haben im Moment 14 Mitarbeiter, sind hauptsächlich tätig im Badsanierungsbereich, jetzt im Moment die Heizungsbranche sehr stark, im Heizungsmodernisierungsbereich und ein bisschen der Neubau noch. Und ja, wir haben es geschafft, unser Unternehmen nahezu vollständig auf digitale Beine zu stellen. Gewinner des Digital Awards Handwerk 2020 und ich denke... Du strahlst immer noch. Ja, war echt sehr, sehr tolle Sache. Armin, welche Bedeutung hat denn, fangen wir mal ganz unten an, so die laufende Informations- und Wissensgenerierung in deinem Unternehmen jetzt für digitale Entwicklung und Marktneuheiten? Ja, das machst du ja alles nebenher quasi, weil es ja nicht dein Kerngeschäft ist. Ganz genau. Eigentlich haben wir ja unser Geschäft auf digitale Beine gestellt und es ist natürlich da auch wichtig, am Ball zu bleiben, weil der Zug, der hat so eine Fahrt, also so eine schnelle Fahrt, muss ich sagen, und wer da nicht die gleiche Geschwindigkeit fährt, der verlässt den Zug irgendwann. Und für uns ist es da schon wichtig, viel sich mit Kollegen auszutauschen, viel die sozialen Netzwerke zu benutzen. Was sind für Trends? Was sieht man für Trends in der Digitalisierung? Ich finde es auch ganz interessant, immer Startups zu betrachten. Die haben sehr, sehr gute Ansätze und ja, wie gesagt, soziale Medien, die Industrie, andere Branchen, da lernt man für sich dann schon einiges Neues zu erfinden. Was ist denn so der größte Vorteil, würdest du sagen, wenn du deine Unternehmenskultur auf digitale Füße stellst? Ist das, dass du schnell und handeln kannst und schnell entscheiden kannst? Es gibt ja noch mehr Vorteile, ne? Ja, es gibt sehr, sehr, sehr viele Vorteile. Also die Effizienz ist ja heute schon öfters gefallen, dass das ein großer Vorteil ist. Also die Zeitersparnis auf der einen Seite, aber diese Zeitersparnis brauchen wir natürlich, um den Wissenstransfer wieder zu uns ins Haus zu holen, um am Ball zu bleiben. Also. Wie ist denn das? Du hast ja auch gesagt, das machst du alles nebenher. Ist genau. Das dann so, dass du jeden Abend dann im Internet noch surfst oder die Fachmagazine durchwälzt und guckst, was gibt's Neues? Auch. Oder durch den Mediamarkt läufst? Durch den Mediamarkt jetzt nicht unbedingt, aber es gibt einen fest definierten Zeitblock in meinem Kalender, der sich um dieses Thema Strukturen, Prozesse, Digitalisierung bewegt und der ist da wöchentlich einmal mit 4 Stunden integriert und da wird sich um sowas gekümmert. Einmal die Woche? Einmal die Woche, 4 Stunden. Es wird jetzt nicht jede Woche gleich sein. Machst du dann mit 1, 2 Mitarbeitern? Nee, eigentlich alleine. Allein. Das entsteht alleine und natürlich verzichte ich vielleicht das eine oder andere Mal auf Netflix am Abend und beschäftige mich mit sowas. Ah, okay, wieder was erfahren. wo macht es denn, okay, dass du das machst und wo machst du es denn, dir dann irgendwie das Wissen reinzuholen? Kannst du da mal verraten, ein paar Quellen? Ja, die Quellen, wie vorhin schon erwähnt, Social Media und Startups betrachten, mit Kollegen sich austauschen, was könnte man denn machen, wo könnte man sich denn informieren? Also da ist das Internet schon die wahre Plattform, wo soll es denn sonst herkommen? Also auch vom jetzt Forum Handwerk Digital zum Beispiel stellt ja da eine sehr gute Basis. Da gibt es die Newsletter, da erkundigt man sich, was macht die KI in unserem Bereich, was macht die Robotik in unserem Bereich. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ja, mal ausführlicher. Ja. 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 Also was war denn so deine letzte Innovation, die hast du reingeholt? Wenn du das mal, wo hast du es entdeckt? Wie? Boah, und die wann? Letzte Innovation war die eigene App. Wann war das? Das war Anfang des Jahres. Da hast du gedacht, es gibt nichts Neues, jetzt mache ich meine eigene App. Ja, das war eigentlich entstanden aus Online-Formularen und die sind dann in eine App für die Mitarbeiter zusammengebaut worden. Also eine App für die Mitarbeiter. Eine App für die Mitarbeiter, nicht für mich als Kunde, sondern für die Mitarbeiter. Genau. Und die wird auch gut, das ist quasi das Büro im Handy dann? Nee, das sind ein paar verschiedene Einzelprozesse, okay. die...
die einfach im Unternehmen immer ein bisschen gehackt haben und die wurden in dieser App vereinfacht. Armin, möchtest du einen Schluck Wasser trinken? Ich brauche nämlich ein paar Sekunden, um eine Cola zu trinken. Mhm. Vielen Dank, Heiko, für die Cola. Gehen wir noch ein bisschen tiefer rein, Armin. Was sind denn so deiner Meinung nach aktuell die, die App gibt es übrigens noch, ne, die du gerade angesprochen hast, die wird auch gut genutzt. Ja, ja. Was sind denn so aktuell die wichtigsten Trends oder die drei wichtigsten Trends beim Thema Digitalisierung für Handwerker? Was glaubst du? Muss nicht jeder seine eigene App haben? Die Trends, das, man muss immer die Ausgangslage sehen. Wo startet denn der Handwerker im Moment? Wo befindet er sich? Befindet er sich noch... er hat nur eine Webseite oder hat er eine digitale Zeiterfassung, eine ERP, ein CRM-System, hat er das alles schon, dann sind das ganz andere drei Dinge, die jetzt sinnvoll sind, als wenn er ganz am Anfang steht. Also ich meine einfach, CRM-System über meine Kunden Bescheid zu wissen, das gehört dazu. Zeiterfassung ist was sehr, sehr wirtschaftlich und wichtig ist im Handwerksunternehmen. Ja, und meines Erachtens eine gute Sichtbarkeit. Eine Sichtbarkeit nach außen, das gehört heute zu einem Grundausstattungsgegenstand, den ein Handwerker haben muss, weil wenn er nicht sichtbar ist draußen für seine Kunden, dann wird es irgendwann... Ist das denn das Hauptproblem noch? Immer noch? Ja. 2022 noch immer? Hundertprozentig. Wer nicht sichtbar ist, der wird in Zukunft keine Aufträge mehr bekommen. Und ist das aber gerade das Thema, dass sich viele, dass das das Problem ist, dass viele das eben nicht als Teil der Unternehmensstrategie sehen, weder die Digitalisierung noch eben dieses Thema Sichtbarkeit? Ja, es war ja vorhin im Vortrag auch schon so, also man muss gucken, dass man für seine Zielgruppe sichtbar ist. Arbeit hat man immer, die Auftragsbücher sind voll, aber man muss sich ja diese Aufträge suchen, die man möchte und deshalb muss man sichtbar sein, für seine Zielgruppe. Und muss ich auch dafür Zeit nehmen? Ja, unbedingt. Ja. Neben dem normalen Geschäft. Oder man hat eine Marketingabteilung. Das schon, aber das ist ja, glaube ich, wenn ich als Handwerker, meine Auftragsbücher sind so voll und ich gehe morgens früh und gehe abends später, wann soll ich das machen? Ja, das... Dir einmal die Woche so einen Termin einplanen? Feste Zeitblöcke sind in der Selbstorganisation, denke ich mal, sehr, sehr wichtig. Jetzt sagst du ja, du schaust selber... Denn so, was es für neue Trends gibt. Aber trotzdem hast du ja auch 14 Mitarbeiter, hast du gesagt. Ja. Welche Rolle spielen die denn dabei? Die spielen da sehr große Rolle, denn wir haben da schon Wissensboards. Also wir bündeln Ideen oder Ideen bündeln wir von Mitarbeitern. Was könnte man weiter digitalisieren? Da bündelt man das und dann analysiert man das einfach, ob das was Sinnvolles ist fürs Unternehmen. Die gehen ja auch mit offenen Augen durch die Welt und sehen vielleicht das eine oder andere, was sinnvoll sein könnte. Und da gibt es diese Boards, wo wir das einfach sammeln, das Wissen. Das heißt, wie kannst du ein bisschen näher darauf eingehen, diese Boards oder welche digitalen Werkzeuge benutzt ihr da im Unternehmen dafür? So ein digitales Board kann jetzt ein Kanban-System sein, also zum Beispiel Meistertask. Das sind dann zum Beispiel Spalten, die Informationen in sich tragen und da kann jeder eine Idee reinschreiben. Dann wird die Idee geprüft, dann wird die weiterverarbeitet und dann kommt sie eventuell zur Umsetzung. Also das sind einfach so Sammelpunkte, wie wenn ich jetzt auf ein großes Whiteboard das draufschreibe, nur digital einfach, dass der Prozess einfach durchläuft. Gibt es denn... Nochmal kurz die Anmerkung zwischendurch. Fragen an Armin, dann einfach rufen und dann können wir die Frage gern jederzeit mit reinnehmen. Wenn du holst dir das Wissen allein, du holst dir das Wissen über deine Mitarbeiter, also das spielt auch eine große Rolle. Ja. Und der nächste Punkt sind aber andere Handwerksunternehmen. Welche Rolle spielt da der Wissensaustausch mit denen? Ja, das war eigentlich für uns immer schon der größte Wissensaustausch. Andere Unternehmen, ja. Also da haben wir unsere Partnerunternehmen, also auch mit Benedikt arbeiten wir sehr viel zusammen und das war für uns immer schon der beste Wissensaustausch. Gibt es da eine konkrete Gruppe oder gibt es da irgendwas, so ein spezielles Forum? Ja, entstanden ist das Ganze, ich meine 2018 war das mal in der Mastermind-Gruppe, da haben sich viele Digitalisierungsverrückte getroffen und daraus sind dann auch einige Ideen und Inspirationen entstanden.
Aber jetzt ist es ja auch ein schmaler Grat. Du giltst ja als digitaler Vorreiter, hast auch einen gewissen Wissensvorsprung vor anderen Unternehmen. Und du sagst aber, dir ist Austausch auch ganz wichtig. Aber gibt es so einen Teil, den du so für dich als Unique Point behalten willst, den du nicht nach außen trägst? Oder bist du da komplett transparent? Wie muss man sich das vorstellen? Transparent, weil man holt sich ja auch die... man trägt seine Idee nach außen und geht davon aus, dass man ordentliches Feedback zurückbekommt und vielleicht auch die eine oder andere Anmerkung, um das anders zu machen. Ja. Aber du hast ja sogar so viel Wissen, dass du eine eigene Academy gegründet hast. Kannst du dir dazu mal was erzählen? Ja, die eigene Academy ist eigentlich entstanden aus einem internen Projekt. Das ist unsere Wissensdatenbank für die Mitarbeiter im Unternehmen. Also hier werden entstanden... Die Sinning Academy. Die Sinning Academy, ja genau. Ja. Elite Academy. Sinning Academy. Ich komme gleich nach Harvard und... Genau. Also da ist es eigentlich so, dass Mitarbeiter von uns einen Zugang bekommen in diese Akademie, schon bevor sie bei uns im Unternehmen beginnen. Und eigentlich am Tag des Arbeitsbeginns voll und ganz in die Prozesse integriert sind. Und müssen die Mitarbeiter oder können die sich da informieren? Müssen. Müssen? Ja. Wird es abgefragt? Ja, das macht da richtig Spaß. Macht ihr Tests? Machst du Tests? Macht da keine Tests, aber es macht auch jedem Mitarbeiter richtig Spaß. Aber wie können denn, vielleicht noch ein Tipp an andere Unternehmerkollegen, in ihrem Tagesgeschäft oder trotz des Tagesgeschäfts noch die digitale Welt nebenher entdecken? Zum Beispiel mit so einem extra Slot im Kalender? Zwingend. Zwingend. Und den Slot muss es geben, den muss es für Mitarbeiter Recruiting geben, den muss es für viele Sachen geben. Weil wenn man sich mal so einen Tagesablauf von einem Unternehmer anschaut, ich denke, 80% geht er mit dem Tagesgeschäft um, mit Projekten. Und er sollte sich natürlich auch für Mitarbeitergewinnung und Digitalisierung die Zeit nehmen. Also soll er es halt einfach mal in die Scheiben aufschneiden und sich mehr um die Digitalisierung kümmern, dann läuft da das. War das damals auch bei dir so? In welchem Jahr hat bei dir die Digitalisierung mehr oder weniger angefangen? Im Unternehmen? Gestartet hat es 2017 mit unserer Lagerumstrukturierung. Also wir haben aus einem Chaoslager... Also doch so spät eigentlich erst. Ja, ne? Aber dann haben wir halt ziemlich intensiv umgesetzt. Und ja. Und war das für dich auch ein Kampf vorher, dass du auch eigentlich gar keine Kapazität mehr hattest? Gar keine Kapazität. Aber damals waren wir auch nur 3 Mitarbeiter. Und die Digitalisierung hat auch dann dazu geführt, dass ihr jetzt 14 seid? Welche Rolle hat das mit gespielt? Sicherheit. Ja? Ja. Aber jetzt kommen wir mal zur Kernfrage des Talks. Welche Zukunftstrends? Also wenn wir jetzt mal, wir haben 2022, wir können mal ein Stück zurückgehen. Die letzten 2 Jahre, was hat Corona bewirkt bei vielen, vielleicht Handwerksunternehmen? Und was ist ja der nächste Schritt, den alle mitgehen müssen? Also was Corona bewirkt hat, war ja natürlich schon eine gewisse Zwangsdigitalisierung in Webinaren und so weiter. Viele Handwerker wussten vielleicht vorher gar nicht, was Zoom und so weiter, die ganzen Video nicht nur Handwerker, ich wusste auch gar nichts davon. Ja, das hat jetzt zwangsdigitalisiert, aber das gehört meines Erachtens heute zum Standard. Was in der Zukunft sein muss, dass einfach verschiedene Prozessbausteine verknüpft werden. Also ich glaube, dass einfach, wenn sich jemand in irgendeine Liste einträgt, dass in der ERP-Software automatisch das Projekt angelegt wird, im CRM-System die richtigen Daten gesetzt werden, eventuell schon die Vorbereitung für ein Onboarding-Paket für einen Kunde oder für ein Geschenk, dass das einfach alles automatisiert wird. Das sehe ich als ein ganz, ganz wichtigen Punkt, dass einfach Schnittstellen geschaffen werden, um Prozesse aneinander zu ketten. Jetzt ist es ja bei dir schon erstaunlich, weil du hast gesagt, du hast 2017 damit angefangen und bist von 0 auf 100 in quasi 5 Jahren. Nicht 4. Oder eigentlich den Preis habt ihr 2020 bekommen, ja. Also eigentlich in 3 Jahren. Aber was glaubst du, welche Fehler machen jetzt Unternehmen, Handwerker, Unternehmer am Anfang gerade? Wollen zu viel auf einmal? Oder? Ja, mit Sicherheit, aber oft ist es meines Erachtens die Umsetzungsschwäche. Man macht einfach nicht weiter, wenn es ein bisschen schwierig wird. Also man muss beißen. Wir haben da auch viel Zeit verbracht damit und auch viel, Und nicht nur Zeit, sondern was würdest du sagen, was hat es gekostet? Der ist erstmal den Invest, du hast sehr ja wahrscheinlich viel. Schon... Wir haben auch sehr viel Lehrgeld bezahlt. Wir haben viele, viele Sachen angestoßen, die auch wieder verworfen sind. Kannst du mal so ein Beispiel nennen, was du richtig gegen die Wand gefahren hast digital?
Ja, zuerst mal IT-Infrastruktur. Also IT-Infrastruktur, falsch beraten, falsches Internet, Servernetz aufgebaut, das jetzt alles nochmal komplett über den Haufen geschmissen wurde und sehr viel Geld gekostet hat. Beim Thema Cloud, hattest du da auch am Anfang Berührungsängste oder bist du direkt den Weg mitgegangen? Die Cloud ist bei uns integriert seit 2020. Für die Mitarbeiter draußen und unser interner Server steht aber schon noch bei uns im Büro. Also für die Mitarbeiter, die Baustellendokumentation und die Bauakte, die wird nach außen verlagert in die Cloud, aber der interne Bereich steht noch bei uns im Büro. Jetzt hast du eben gesagt, Corona hat auch bei den Handwerksunternehmen zu einer Zwangsdigitalisierung geführt. Ja. Das heißt, du glaubst jetzt jeder Handwerksunternehmer ist jetzt schon auf so einem Level X, aber was glaubst du, wie wenn du es mal in Prozent sagen müsstest, wo steht das Handwerk in Deutschland beim Thema Digitalisierung? Keine Ahnung. Ich umgib mich natürlich extrem viel mit Handwerksunternehmen, die auf unserer Ebene sind, was Digitalisierung anbelangt, und da kriegt man manchmal gar nicht mit, wie nicht digitalisiert oder wie analog viele unterwegs sind. Also da ist schon wirklich Appell an jeden, egal welche Branche, man muss sich da Gedanken machen. Nochmal an der Stelle, wenn Fragen sind, einfach Arm hochheben und dann nehmen wir euch jederzeit mit rein. Für wen ist denn das wichtiger? Also du bist jetzt in der Mitte als Unternehmer, dann hast du deine Mitarbeiter und deine Kunden. Und du brauchst aber die Digitalisierung für beides gleichermaßen. Im ersten Step ist es schon für unsere Prozesse gedacht, also für unsere Mitarbeiter, für unsere internen Prozesse und auch die Prozesse nach außen. Und zum nächsten ist es dann das Marketing, der Start des Verkaufsprozesses. Wenn der digital stattfindet, dann fühlt sich der Kunde auch sehr gut aufgehoben. Also wir bekommen da extrem gutes Feedback von unseren Kunden, wie bei uns der Start der Customer Journey, sage ich immer, losgeht. Also der Erstkontakt ist wirklich digital bei uns, zuerst Telefon und dann digitale Fragebögen und dann geht es erst ins persönliche Gespräch. Jetzt hast du ja, also ich sag mal, spätestens seit dem Preis bist du ja auch so eine digitale Marke dann. Wie sehr spielt das eine Rolle jetzt für deine oder für neue Mitarbeiter auch? Wie sehr bist du schon ein Magnet gleichermaßen als qualitativ hochwertiges Handwerksunternehmen, als auch als digitaler Vorreiter, weil das zieht ja, glaube ich, nochmal, also ich glaube, es gibt ja, du hast wahrscheinlich auch das Problem mit dem Fachkräftemangel und schwer Azubis zu finden, und trotzdem kommen wahrscheinlich auch, kriegst du Bewerbungen, wenn du welche hast, dann die von weiter weg kommen, weil ich will aber zu Sinning. Im Moment lässt es ein bisschen zu wünschen übrig, die Bewerbungsflut, aber man muss schon aufpassen, dass man mit seiner Man bekommt einfach das, was man nach außen ausstrahlt. Wenn in den sozialen Medien dauerhaft über Digitalisierung gesprochen wird, in unserem Unternehmen, dann ist es vielleicht im ersten Moment auch ein bisschen beängstigend für den Bewerber, der vielleicht ein sehr guter Handwerker wäre, aber denkt, er kann diese Hürde der Digitalisierung bei uns nicht mitmachen. Also das ist eine schmale Gratwanderung, da muss man schon aufpassen, dass man den Mitarbeiter nicht überfordert. Wenn jetzt aber ein Mitarbeiter enorm Spaß dran hat an sowas, dann sind wir natürlich da dem so erste Anlaufstelle in der Region. Und andersrum, was ist dann für dich wichtig, dass der Mitarbeiter sowohl affin ist digital, als auch schon noch das ein oder andere handwerkliche Talent hat? Ja, das handwerkliche Talent ist das eine, das ist Grundvoraussetzung, aber die digitale Affinität, die setzen wir schon voraus, weil klar, unsere Akademie bringt den schon in die Richtung, aber man muss sich schon damit befassen. Man muss sich vielleicht auch in der Freizeit ein kleines bisschen befassen. Aber heute, jeder kann ein iPhone bedienen, jeder kann, Ich meine, Digitalisierung ist einfach. Ja. Die ganze Bedienbarkeit der Apps, die sind ja so gemacht, dass sie einfach zu bedienen sind. Hattest du schon mal ein Problem? Oder gerade am Anfang, als ihr losgelegt habt, da hast du ja gesagt, wart ihr zu dritt oder du hast drei Mitarbeiter? Ja. Hat sich da einer quergestellt oder konntest du alle mitnehmen? Nee. Wir hatten letztes Jahr eine Einstellung von einem Mitarbeiter. Da war die digitale Affinität nicht gegeben. Die konnte dem aber auch nicht vermittelt werden. Und dann trennt sich das Ganze natürlich auch wieder. Weil es geht mit Papier, funktioniert es einfach nicht mehr. Ach so, okay. Ja. Er hat dann... Genau.
Was würdest du sagen, war der größte, du hast jetzt auf ganz vielen, du sagst ja auch in Zukunft, das wird der Trend sein, dass alles miteinander spielt, das hinzubekommen. Genau, Schnittstellen. Aber was ist bei euch jetzt so das nächste große Ding jetzt bei Sinning, in diesem Jahr vielleicht noch oder nächstes Jahr, was du ändern willst, was du digitalisieren willst? Virtuelle Empfangsdame? Nee, auf keinen Fall. Mehr in die Cloud, noch mehr in die Cloud, also auch der Server im Betrieb, dass der Richtung Cloud geht, also auch die Dokumente im Projekt, die in der Firma nur sind, dass die in die Cloud gehen. Und schon, wie schon erwähnt, die eine oder andere Spielerei vielleicht am Anfang jetzt mit Automatisationen. Mhm. Also, dass wirklich Schnittstellen geschaffen werden. Aber ich glaube, das ist am Anfang schon ein bisschen spielen, ob es funktioniert, wie es funktioniert. Und dann. Gibt es denn Trends, irgendwie, wo du siehst, irgendwie weltweit oder im Ausland, dass die da schon weiter sind als in Deutschland im Handwerk, was die Digitalisierung angeht? Bin ich jetzt im Handwerk nicht drin, dass das irgendwo in den anderen Ländern anders wäre. Aber ja, gewisse Branchen, die Holzbranche ist sehr weit. Künstliche Intelligenz kommt irgendwann dazu. Sehe ich jetzt bei uns im Unternehmen noch nicht angekommen. Schauen wir mal. Sprechen wir gleich auch noch drüber, das Thema künstliche Intelligenz. Okay. Und gibt es Sachen, wo du sagst, okay, das siehst du noch nicht? Und gibt es auch vielleicht Sachen, wo du sagst, das muss zwangsläufig analog bleiben, wie, okay, die Arbeit dann vor Ort, das ist klar. Aber so andere Sachen noch, wo du sagst, das wird sich nicht ändern, das wird auf Dauer analog bleiben. Auf Dauer analog, glaube ich, wird sehr wenig bleiben. Mir fällt jetzt halt im Moment auf, der Verkaufsprozess, der ist zum einen schon digital, aber unsere Kunden lieben es auch, mit uns physisch zu kommunizieren. Mhm. Also der Kundenkontakt, der ist mir auch wichtig. Ich muss wissen, wer vor mir steht. Der Kunde möchte auch wissen, bei wem er sein Geld anlegt. Und ich glaub, da können wir nicht komplett in die digitale Branche oder ins digitale Handeln weitergehen. Was glaubst du denn, was wäre die Faustformel? Mein Unternehmen läuft, mein Handwerk, so wie die meisten Handwerksunternehmen, sind voll. Wie viel Zeit und Geld, das kann man vielleicht sagen, muss ich in die Hand nehmen, so prozentual von meinem Daily Business? Das kommt einfach immer darauf an, wo ich stehe. Und wenn ich mir jetzt einen Fahrplan mache, wo will ich hin, wo ist das Ziel, wo will ich mit meiner Digitalisierung hin, dann setzt das Ziel auch die Handlung in Gang. Und dann muss ich mir halt einfach runterschreiben, ich muss mir in der Woche 2, 3, 4 Stunden Zeit nehmen, um mich damit zu beschäftigen. Entweder informiere ich mich in der Zeit oder setze dann auch schon um in dieser Zeit. Aber 4 Stunden, denke ich, Minimum pro Woche sollte man investieren. Geld kann ich nicht sagen. Das 4 Stunden Minimum, da werden auch einige sagen, boah, das kriege ich nie hin. Ja, dann mit Sicherheit bringen wir das hin. Ja. Also nur den Film ausfallen lassen. Prioritäten setzen. wir hatten eben den Vortrag über Ortec, dieses, wäre das auch was für euch? Nutzt ihr oder eher weniger? Relativ schwieriger. Also lassen wir die Individualität unseres Gewerks, glaube ich, ist da nicht gedacht für solche Systeme. Wir haben gute Lagerhaltung beziehungsweise auch Transportlagerhaltung und also ich denke nicht, dass das für unsere Branche ist. Das hier weniger Internet of Things, KI hast du gesagt, schließt du schon aus, Internet of Things, wie sieht es damit aus? Kannst du dir da was vorstellen? Im Moment wenig. Exoskelett? Wir gehen jetzt mal alle Trends. Auf jeden Fall. Nutzt ihr schon? Nee, nutzen wir nicht, was? Aber wäre schon so ein USP irgendwann. Ja, das kannst du dir vorstellen, für die Mitarbeiter, dass sie vor Ort, kamen auch schon Nachfragen diesbezüglich, oder? Nee, kam nicht. Also, ich denke, irgendwann kommt es, aber... Ja. Was sind so bei deinen Mitarbeitern jetzt so die nächsten größten Wünsche, was die Digitalisierung bei euch angeht? Die haben ja wahrscheinlich auch eine Wunschliste, wo sie sagen, Armin, kannst du mal irgendwie... Nee, wir sind da echt, wir versorgen die Mitarbeiter mit viel digitalen Werkzeugen. Die müssen natürlich auch zu 100% laufen, die Werkzeuge, weil sonst bringt das alles nichts, wieder was Neues auf den Markt zu schmeißen. Das war jetzt, was du eben gesagt hast, was das nächste große Ding wird, dass alles zusammenspielt, eher das bei dir, was dich angeht. Interne Prozesse. Interne Prozesse, genau. Aber was glaubst du, wenn so der durchschnittliche Handwerker in Deutschland, welche nächstgroße, was glaubst du, was ist bei den meisten so die
größte Herausforderung jetzt in den nächsten Monaten und Jahren, die du vielleicht schon genommen hast, die jetzt andere erst noch nehmen müssen, wo du auch vielleicht lange mit gekämpft hast, damit ihr diese Hürde überwindet? Ja, Marketing, Sichtbarkeit. Ganz, ganz wichtig. Das klingt eigentlich banal. Das ist total ganz, ganz wichtig. Wir müssen uns digitales Land kaufen. Wir müssen sichtbar sein. Und ab wann, genau, vielleicht können wir da mal konkreter noch drauf eingehen, Armin. Ab wann bin ich sichtbar? Was reicht und was reicht längst nicht? Also das kommt darauf an, wer regionell tätig ist oder wer in einem größeren geografischen Umkreis tätig ist. Wenn ich regionell tätig bin, dann reicht da oft die Empfehlung vom Nachbar oder vom anderen Kunde, aber wenn ich jetzt national unterwegs bin zum Beispiel, dann ist Google meine Sichtbarkeit oder Facebook oder Instagram, die sozialen Medien. Aber ich denke, Google ist der wichtigste Indikator für das Ganze. Was kommt dann bei dir, wenn ich jetzt Sinning Haustechnik google? Unsere Webseite. Der Preis wahrscheinlich relativ schnell? Relativ schnell. Durchgängige 5-Sterne-Bewertung. Das wäre so das, was du mir als Unternehmer empfehlen würdest. Genau. Armin, wie werde ich sichtbar? Ich habe noch gar nichts. Ich hab eine Homepage mehr nicht. Ach so, ich da empfehlen würde, auf jeden Fall in den sozialen Medien Kanäle einzurichten, also Facebook, Instagram, in dem Bereich dann mal einen organischen Bereich aufzubauen, also in der Woche 2 bis 3 Mal Postings zu machen, tägliche Stories zu machen und ja. Jetzt haben wir eben schon gehört von Matthias, wie er seine Mitarbeiter hält oder neue Mitarbeiter anlockt. Was kannst du, Emma Leberkäse-Semmel hat man da und E-Auto, wie hältst du da mit? Also gibt natürlich auch sehr viele Benefits, bei uns sind alle Getränke frei, dann haben wir, jeder bekommt ein iPhone und ein iPad, sonst kann er bei uns gar nicht arbeiten. Kann auch privat nutzen dann? Ja, klar, ja. Auf jeden Fall. Gibt sehr coole Firmen-Events, die wir dann zusammen veranstalten. Einmal Mallorca im Jahr? Ja, nicht ganz, aber mehrmals was anderes. Ja, aber du merkst schon, dass du da auch mehr bieten musst. Ja, du, muss. Wo deine Marke ja ein bisschen stärker ist vielleicht als andere Handwerksunternehmen, dass sie auch von dir mehr erwarten dann. Ja. Und diese Sachen müssen natürlich nach außen getragen werden. Das ist die Außendarstellung. Machst du alle mehr Benefits für die Mitarbeiter? Zeigt ihr auch auf Stories oder so nach außen? Ja, immer wieder. Und haben sich aufgrund dessen schon Mitarbeiter beworben? Andere, ja? Also, ich sage jetzt mal, die Hälfte unserer Mitarbeiter kommt über Werbeanzeigen auf den sozialen Medien. Was ist denn der größte Fehler, Armin, den jetzt die Handwerker beim Thema, der allergrößte Fehler, den du vielleicht auch am Anfang gemacht hast? Mehrmals vielleicht. In Form jetzt auf Mitarbeitergewinnung oder Digitalisierung? Digitalisierung. Digitalisierung, der größte Fehler, wenn ich nicht weiß, wo die Reise hingehen soll. Wenn ich kein Ziel vor Augen habe, wenn ich einfach planlos irgendwas mache. Also der Fahrplan ist sehr wichtig, haben wir heute auch schon mal gehört. Der Soll-Ist-Vergleich, wo will ich hin, was soll das Ergebnis daraus sein? Und du gehst aber von Anfang an straight nach dem Plan vor? Ja, und der Plan wächst ja. Es sind ja immer der Zug, wie gesagt, der Zug fährt und auf den Zug, die Geschwindigkeit muss ich halten und ich muss immer was Neues machen. Also wenn du ein Ziel hast und hast eine neue Entwicklung entdeckt, dann willst du das dann auch... Dann muss das umgesetzt werden. Und du setzt dir dann eine harte Frist, die du auch einhalten willst? Ja, wir setzen das Ziel erstmal voraus und dann muss natürlich die Zeitschiene auch betrachtet werden und auch die finanzielle Schiene. Hm. Hast du manchmal Angst, dass du überpaced beim Thema Digitalisierung? Ja. Einfach mal. Manchmal. Also bist du immer gerade so an der Grenze zum... Ja. Ja. Hast du jetzt das Gefühl, jetzt, so nach 5 Jahren, du hast vor 5 Jahren angefangen, jetzt hast du mehr Kapazität, das andere läuft eigentlich so nebenher und du kannst dich viel mehr damit beschäftigen auch? Ja, vieles muss aber auch noch, entsteht ja immer dauerhaftes Feintuning, das muss ja auch mit beachtet werden. Also es müssen ja immer wieder Prozesse angepasst werden, die Verhältnisse draußen ändern sich, Förderverhältnisse ändern sich, Kundenansprüche ändern sich, Kundenansprüche werden immer höher, die müssen bedient werden und da muss vielleicht auch der eine oder andere Prozess wieder angepasst werden. Armin, letzte, vielleicht so eine Schlussfrage nochmal, noch einmal in die Runde, gibt es Fragen an Armin Sinning? Noch ist er hier, gleich auch nochmal, aber noch ist er jetzt hier, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Dein Schlussappell.
Was muss ich als Unternehmer machen, dass ich mir irgendwann mal so viel Zeit erlauben kann, dass ich das Handwerk mal aus dem Blick lasse und mich eigentlich mehr um das Thema Digitalisierung kümmere? Also mehr Zeit habe ich deswegen auch nicht. Also ich mache halt mit der Zeit, was ich gewonnen habe, den nächsten Digitalisierungsschritt oder Strukturierungsprozess. Ja, also gibt es jetzt nicht klar so das Ding, wo ich sage, da muss ich angreifen. Armin, letzte Frage, die ich jetzt noch habe. Wenn du jetzt ein Angebot hättest, als Digitalisierungsexperte zu arbeiten und nichts mehr mit Handwerk oder nur noch als Handwerker, wie würdest du dich entscheiden? Nee, Handwerker. Ja? Ja. Jetzt hast du aber lange überlegt. Ja. Dafür. Ja. Ja? War jetzt nicht vorbereitet drauf. Armin, ganz lieben Dank ja. für deine Zeit. Wir sehen uns gleich nochmal. Bis später, 17 Uhr, ja. 16 Uhr, genau. Ja. 16 Uhr. 16 Uhr, gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Und dann freue ich mich. Bis gleich, Armin. Armin Sinning, dankeschön.